MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team. Und wir machen mal wieder ein kleines Pack-Opening. Und wie ihr gerade schon an dem Fenster oben sehen könnt, ist, dass die nicht live kommentiert. Denn ich habe aus Versehen irgendwie vergessen, mein Mischpult anzumachen. Und darum konnte ich, ja, hier meinen Ton nicht aufnehmen. Irgendwie war das ganz komisch. Leider ist das so. Aber naja, ich hoffe, euch wird es trotzdem gefallen. Ich werde die ersten paar Minuten also jetzt hier nachquatschen müssen. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich kann euch sagen, es wird euch ganz bestimmt gefallen. Wir gucken uns das gleich mal an. Hier, ich zeige euch gerade, wir haben hier das Serie A Team of the Season. Und dann gibt es dazu noch das Ligue 1 Team of the Season. Da sind natürlich sehr, sehr gute Spieler mit dabei. Also zum Beispiel hier, wie wir sehen, gerade De Rossi. Aber es gibt ja auch noch Tevez oder Ibrahimovic. Und jetzt muss ich weiter nachdenken, mir fallen gerade keine anderen Spieler ein. Auf jeden Fall schaut gerne mal auch in die Videobeschreibung. Das versuche ich wahrscheinlich hier genau in diesem Moment zu sagen. Da könnt ihr euch gerne mal den Link angucken zu MMOGA. Da könnt ihr euch Coins kaufen, wenn ihr mal selbst hier so ein Pack-Opening machen wollt. Falls ihr selbst mal so ein paar coole Packs öffnen möchtet und dann vielleicht auch was Cooles zu ziehen. Und damit unterstützt ihr natürlich auch uns. Das ist natürlich super mega klasse und wird uns tierisch freuen. Wir haben also hier diese 15k-Packs. Ich starte einfach mal direkt mit dem ersten Pack. Und ich dachte so, na gut, hier wird bestimmt nichts mega cooles bei rumkommen und naja, wir können doch mal schauen, vielleicht gibt es ja irgendwas und so. Ich fuchtel dann mit meinen Fingern da rum und dann gibt es einfach PAM! Concili oder wie er heißt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal gleich am Anfang. Ihr seht, ich bin total gelassen, ich kann es gar nicht glauben. Wir kriegen gleich mit dem ersten Pack hier ein Team of the Season Spieler. Also das war sehr, sehr, sehr cool, dass wir hier am Anfang gleich einen Spieler haben. Und damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass wir gleich am Anfang hier so einen Tod ziehen. Irgendwie scheint das Packluck gerade wiederzukommen. Und es hat gar nicht irgendwie aufgehört, ich weiß es nicht. Also richtig, richtig gut. Wir haben jetzt schon jede Menge Informs. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch noch zeige. Wahrscheinlich tue ich das eher am Ende. Jetzt hier Handanovic, ja, da weiß ich nicht so genau, soll ich den behalten oder nicht. Ich denke mal, ich lasse es erstmal, hau weg den Schrott und wir machen einfach das nächste Pack auf. Bis ich dann halt irgendwann feststelle, dass ich das Mikrofon nicht anhabe. Ja, also 9 Packs gibt es noch und machen also jetzt gleich das nächste auf. Ich sage so, ja, okay, einfach cool bleiben. Jetzt wird natürlich bestimmt nichts Gutes noch kommen und so weiter und so fort. Das kann man jetzt noch nicht so sagen. Ich kann euch verraten, es wird noch was Nettes kommen. Was es sein wird, das sehen wir dann gleich. Und hier, peng, geht's erstmal weiter mit Eto'o. Eto'o ist natürlich auch nicht schlecht. Der war ja mal was wert. Jetzt im Moment, glaube ich, nicht so viel. Also von daher, ja, hätte ruhig ein Ticken besser sein können. Aber ja, hier auf Volland, den gab es ja in der letzten Woche noch beim Team of the Season. Wahrscheinlich wäre er nicht hier drin gewesen, wenn es das Bundesliga Team of the Season noch geben würde, weil dann wäre er bestimmt irgendwie seltener und so weiter. Aber ja, also bis hierhin habe ich es immer noch nicht bemerkt. Ich habe da nicht auf meinen Mischpult geguckt. Ich habe nicht gesehen, dass es noch nicht hier mit der, dass das Ganze, der Strom aus war und das Mischpult nicht an war. Und darum wollte ich euch jetzt hier in dem Moment erstmal Concili oder wie auch immer heißt, zeigen, gucken, wie viel der wert ist. Und da sieht man hier erstmal 125.000, 22.000. 80, also er wird wohl so um und bei 20.000 wert sein, ja, also ist halt nicht so der mega krasse Spieler, also von daher, naja gut, gleich merke ich, wie ich auf das Mischpult gucke, das müssten wir also gleich sehen, in so 5, 4, 3, 2, 9, hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Ich werde ganz kurz das nochmal checken. Oh Mann, da habe ich die Aufnahme vergessen zu starten. Nein! Ach verdammt, jetzt habt ihr natürlich meine Live-Reaction gesehen, aber nicht gehört. Das heißt, ich werde das alles nochmal ein bisschen nachkommentieren müssen. Auch so ein... Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber okay, gut. 2 Packs verkackt, ohne alles. Mann. Wie ätzend, dass ich das vergessen habe, das Mischpult anzustellen. Na gut, das nächste Pack machen wir auf, nein. Pack Nummer 3, also ich sagte bereits vorher schon, habe ich nicht mit gerechnet, dass wir gleich am Anfang hier ein Team of the Season ziehen.
dass ich das gleich nochmal so faile. Yay. Aber doch, ich bin ganz zufrieden. Hart. Okay. Die Glatze. Ich glaube, das ist der Standard-Player. So sieht er immer aus. Ja. Yeah. Bier, Biani und Hart. Was ist denn der herzhafte Wert? Müssen wir mal gucken. Oh, ich kriege hier nebenbei eine Nachricht. Ich guck mal ganz kurz. Ja, okay. 750, 800, ja, okay, also. Ist direkt zum Abstoßen und ich hoffe, dass jetzt hier nicht der Tauschstapel wieder abstürzt. Okay. Okay, also, das war jetzt hier nicht so berauschend. Wir machen direkt weiter. Wir haben jetzt natürlich einen 20k Team of the Season Spieler. Ist natürlich hier so, weil die Leute nicht so dran interessiert sind. Mal gucken, was es jetzt noch gibt. Pong! Ein Stürmer kriegen wir hier. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Cersei oder so. Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr mir gerne mal in die Videobeschreibung schreiben. Ich bin völlig erstaunt. Völlig perplex. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Cersei oder Cersei oder wie auch immer heißt. Aber da müsste ein CK sein. Ich weiß es nicht. Sonst Icardi. Was haben wir hier? ST nach MS. Ich wollte das andere, dass ich ihn als Stürmer nehme. Richtigen Stürmer. Und dich nehmen wir auch mit. Ja, krass. Der zweite Team of the Season hier in diesem Pack-Opening. Ich bin völlig geflasht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann. Erst fail ich den Start in dieser Aufnahme. Und dann sowas. Den zweiten Tots dieser Woche. Das kann jetzt eigentlich nur noch besser werden, oder was? Jetzt muss ich hier durchziehen. Hier muss ich weitermachen. Ich glaube, das Packlack kann eigentlich sich nicht noch bessern. Also jetzt kann ich noch pang. Ne? Also es geht eigentlich nicht. Nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Dass das noch geht. Dass wir hier noch was Besseres kriegen können. Erst ein 85er, jetzt ein 86er. Schirlen. Packen wir mal auf die Liste. Ich weiß nicht, ob da was wert ist. Milito. Ginter. Okay. Okay, okay, ganz cool. Ganz, ganz cool. Zwei Team of the Season haben wir gezogen. Kranker Scheiß. Also, da weiß ich auch nicht. Was ist hier mit meinem Packlack los? Plötzlich hier, bam, 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 Packlack. Da, wo ich so ganz dringend haben wollte am Anfang von den Bundesliga-Tots, da kriege ich es nicht. Erst am Ende hin so, boing, und jetzt, boom, nochmal Etod. Ich hatte ich doch schon mal. Oh, nehmen wir die trotzdem mit, weil Eto. Gut. Eto ist, glaube ich, jetzt noch irgendwie ein paar K schon wert. Rami. De Chilio, der ist auch ganz gut. Jo. Okay, also jetzt geht's hier richtig rund. Die letzten vier Packs. Oh Mann, ey, ich glaub's ja nicht. Zwei Tots. Und ich kann dabei nicht mal so abgehen, weil ich einfach so geschockt bin davon. Kuka. Kuka. Das muss ich doch direkt nochmal dem André von Neil Endre sagen. So, er wollte gerade, hat so gefragt und schon was gezogen, habe ich nochmal schnell geantwortet. Ja, natürlich. Kuka und zwei Tots bisher. St. James Park nehmen wir mit. Super geil. Super geil. Ich hoffe, ich habe die auch nämlich komplett verhunzt. Na gut. Okay, weil er meinte so, dass er ständig Kuka zieht. Ja, ist natürlich durchaus möglich. Alter Schwede, was geht hier heute ab? Was ist das für eine Folge? Das hatte ich ja letztens, wo ich die drei in Form sozusagen hintereinander gezogen habe. Erst so ein dann Volland und dann nochmal Volland. Higuain, oh, gar nicht mal so weit weg. Oh, wenn das jetzt Tevez gewesen wäre, ich wäre durchgedreht. Also ich wäre zwar leise geblieben und so und locker, aber ich wäre eigentlich innerlich komplett durchgedreht, weil es kann mir doch keiner sagen, was hier los ist. Higuain ist, glaube ich, so an sich nicht so viel wert. Glaube. Ja, ach komm. Was soll's? Was soll der Geiz, ja? Okay. Also,
zwei noch. Zwei Packs. Ich bin gespannt, was wir in diesen letzten beiden Packs holen. Vermutlich wird es jetzt so langsam ausklingen. Jetzt hier nichts mehr Besonderes kommt. Vielleicht irgendwie noch so einen netten Spieler oder so. Witzel, ja. Ach, guck an. Oh, ein IV, warum nicht mitnehmen? Einfach so. Sind hier ein paar Italiener drin? ZM noch ZDM, ja. Können wir auch noch mitnehmen. Okay. Ja, okay, es läuft langsam aus. Also macht hier. Oh, ich kann nicht mehr im Packluck. Packluck schlägt wieder zu. Richtig gut. Die 15k Packlucks. Also sonst hatten wir ja nicht so viel Glück bei diesen 15k Packs. Aber jetzt. Das ist schon erstaunlich gut. Besonders, weil wir halt 7 seltene Objekte da drin haben. Peng! Ha, Kivu! Oder so, oder Shivu, oder Kivu, ich weiß es nicht. Powerhouse. Okay, sonst ist hier nix. Heftiger Shit, wa? 2 Informs. Muss ich nochmal nachgucken, wen haben wir denn? Inform nochmal. Mein Verein. Mein Verein. Jetzt seht ihr erstmal hier meine Spieler. Lahm, den habe ich mir nochmal gekauft. Weil ich den nochmal haben wollte als ZDM. Company, Reus, Mertesacker, Alaba, Leno habe ich mir auch gekauft. Und jetzt ihn hier. Cersei. Glaube ich. Ich glaube, dass er so heißt. Müsste Cersei sein. Godin, Concili. Berbatov, Aquilani, Marshall, Volland, Fährmann, Dos Santos, Tadic, Gonfran, Fazio, De Jong, Jan Maat, Ayu, Paredes, Altintop, Altintop, Oshir, Morales und Rafael Toloi. Cersei, den suchen wir jetzt nochmal, was wir da so sehen. Also einer der besseren, 85er und 86er haben wir gekriegt. Transfers, Transfermarkt. Alessio Cersei. Mal gucken, was der wert ist als Stürmer. Okay, 100.000. Da bietet jemand 1.600, ich wollte gerade sagen. 80.000 ist schon das Gebot. 95.000, okay. Eventuell wird er noch ein bisschen steigen oder noch mehr fallen. Ja, 80.000. War jetzt hier so der Preis, was ich da gesehen habe. Ist ganz okay, ne? Endlich mal einen Stürmer gezogen. Richtig schön. Okay, cool. Dann war's das hiermit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne für dieses Packluck einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz bestimmt in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüssikowski.